Dinge fügen sich im Leben oft in einem größeren Zusammenhang. Und in einem größeren Zusammenhang bedeutet, dass wir nicht unbedingt durchblicken, welche Zusammenhänge das zunächst sind oder sein könnten. Wir glauben oft, dass es richtig ist, wenn wir etwas Bestimmtes tun, wenn wir zielführend vorgehen, wenn wir eine bestimmte Absicht haben und so weiter, eine bestimmte Intention haben. Aber wir können es gar nicht ermessen. Das heißt also, wir sehen gar nicht, in welchem Sinnzusammenhang, zum Beispiel Lebenssinnzusammenhängen, dann Dinge tatsächlich sind, wie sie sich wirklich fügen. Also ich betone diesen Ausdruck fügen, der ist sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang, weil das, was sich fügt, ist immer über unsere Persönlichkeit hinaus. Weit, vielleicht auch in vielen Fällen weit über unsere Persönlichkeit hinaus, weil unsere Persönlichkeit schlichtweg begrenzt ist, weil, wie gesagt, unsere Intentionen, unsere Erfahrungen, unsere Absichten und all das viel zu eng ist, sind, viel zu eng sind, um tatsächlich größere Sinnzusammenhänge kreieren zu können oder als bedeutsam zu empfinden. Und insofern können wir dann oft erst in der Retrospektive, also im Nachhinein, sagen, wie sich etwas gefügt hat in einem Zeitalter, also in einer Zeitperiode, in einer Periode, wo wir mit bestimmten Menschen zusammen waren und so weiter. Das heißt, das Vertrauen auf das sich Fügende ist etwas sehr Wesentliches in unserem Leben. Und oft sind wir tatsächlich verzweifelt und denken, mein Gott, ich bemerke das gar nicht oder das ist doch noch kein Sinn, der sich ergeben hat. Und dann vertrauen wir nicht und bemerken dann, wie gesagt, oft erst später, zu einem späteren Zeitpunkt, dass sich die Dinge tatsächlich zusammengefügt haben und dass sie dadurch einen Sinn gewonnen haben. Das heißt, die Sinnbedeutung in unserem Leben entsteht oft erst durch unser Gedächtnis, durch unsere Retrospektive, die wir einnehmen. Also das Wiederholen, das Repetieren dessen, was wir erlebt haben und immer wieder neu zusammenfügen und plötzlich, oft überraschend und auch sehr intuitiv, geradezu hereinbrechend, erfahren wir dann den Sinn, also das, was sich gefügt hat. Und insofern vertrauen wir oder können wir immer auf etwas Umfangreicheres vertrauen als nur uns selbst. Also als nur unsere eigenen Gedanken, Absichten oder die eben anderer Menschen, mit denen wir zusammen sind. Und insofern ist dies, was sich fügt, etwas sehr, ja, Zusammenhanghaftes, etwas sehr Großes. Und man kann getrost sagen oder immer wieder sagen, es wird sich schon fügen. Die Dinge werden sich fügen, auch wenn ich es jetzt nicht weiß, wenn ich es jetzt nicht kann, wenn es andere begrenzt sehen oder was auch immer. Das ist interessant.